One year after defeat, first comes the elimination of her secret war plants, such as this one near Minden, once making ball bearings and rocket guns. Als 1944 immer mehr Bomberverbände kriegswichtige Produktionsstätten angriffen, wurde der Denkmalstollen für die Untertageverlagerung kriegswichtiger Betriebe ausgebaut. Vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen wurde das Lager im Kaiserhof aufgelöst und die Barkhauser durften wieder den bis dahin gesperrten Bereich betreten. KZ-Häftlinge, die im Saal des Hotels Kaiserhof, einem Außenlager des KZ Neuengamme, untergebracht waren, mussten unter grausamen Bedingungen die Bauarbeiten durchführen. Die alliierten Truppen besetzten Barkhausen und fanden weitgehend unberührt die unterirdische Fabrikanlage, in der große Drehmaschinen von der früheren Produktion zeugten. Vor der Sprengung wurde im Umkreis von 1 Kilometer die Bevölkerung evakuiert. Der Stollen trug den Decknamen Stör 2. Hier baute unter anderem die Mindener Firma Dr. Böhme kriegswichtige Geräte. Die Bewohner des katholischen Kinderheims an der Porterstraße suchten Schutz im Luftschutzstollen, der während der Kriegszeit zwischen Kaiserstraße und Stufenweg errichtet worden war. Im Februar 1946 wurde von den Besatzungstruppen eine Totalsprengung des Stollens beschlossen, die aber abgewendet werden konnte, weil nicht nur das ganze Denkmal, sondern auch der Hochbehälter für die Wasserversorgung, an die Minen angeschlossen war, zerstört worden wäre.
Ein peitschender Explosionsknall von ungeheurer Wucht durchschlug am Dienstagnachmittag die wartende Stille im weiten Teil der Westfälischen Pforte. Ein Teil des Denkmalvorplatzes wurde beschädigt und etwas später in die Tiefe gerissen. Mit der Herstellung des Vorplatzes in seiner ursprünglichen Größe wurden zugleich im Untergeschoss ein neuer Gastronomiebetrieb und ein modernes multimediales Informationszentrum geschaffen.